Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator, weil wir hier mit Kabi. Yes. Wenn wir den roten Hänger da rausziehen. Könnte man eigentlich auch da reinstellen, wo dieser andere Ding ist. Warum? Wofür haben wir die große Halle? Weil das eine Erntemaschine ist. Dahin. Was ist ein Hänger? Nein, ich meine dieses Schneideding vorne. Ja, das verstehe ich sowieso nicht, warum der da drin steht. Verstehe ich auch nicht. Deswegen habe ich das auch nicht gesehen, wo ich den rückwärts reingedrückt habe, das Teil. Muss gut gescheppert haben in echt. So. Aber einmal grün, einmal rot. Ja, grün ist das der gemoddete von ihm. Ist nicht der Standard. Naja. Ja. Aber braucht man das Teil überhaupt? Ja, weil du musst den Kraut entfernen. Aber das Teil unten drunter fast aussieht, als wenn da ein Krautentferner mit drinne wäre. Muss ich gucken, aber normal nicht, weil er schreibt nämlich. Dass du noch den FT300 Multi brauchst. Alles klar. Und das müsste normal. Ja, ja, ist dann schon der. Zack. So, dann wollen wir mal anfangen. Mal umschalten auf vorne. Anmachen. Jetzt auf der letzten Bahn. Dann hinten gut aus oder was? Runter machen. Anmachen. Jetzt ist die Frage: Was machen wir? Willst du jetzt dann auf das Feld Hopfen machen? Oder willst du Tabak machen? Palettenheppen mal für Zigaretten? Aber fürs Bier, glaube ich, hätten wir ein Ding auch schon. Mälzerei, das machen wir ja auch schon. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Muss ich gerade gucken, wie breit das Gerät ist. 3 Meter. Steht überall 4 Meter. Ne, das sind die großen Geräte, okay. Kleinen Geräte sind da, glaube ich, 3 Meter. Also 2 Meter 9 ist richtig. Mal gucken, wo ist der grüne Strich? Okay, schalten nach unten. Und lang. Also das hintere Teil ist auf jeden Fall breiter wie der. Das könnte aufgehen. Super, ist super, ist super. Alles super. Klack, 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 klack. Rüben, 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 Rüben. Wer denn hier Kartoffeln drauf gemacht statt Rüben? Okay. Da sind Rüben drauf. Scheiße. Ich hab gehört, er drückt jetzt sofort und so. Was, Junge? Da sind Rüben drauf. Hundertprozentig. Das hast du gemacht. Richtig. Aber wäre trotzdem lustig gewesen, wenn du jetzt so, jetzt echt. Weißt du, dann so, oh, nicht schon wieder uns ein Fehler unterlaufen. Weißt du, so. Ja. Ich bin echt am überlegen, ob man nicht irgendwo ein kleines Feld kriegt für Tabak. Nochmal so ein bisschen ankurbeln, weißt du? Geldproduktion, weil das läuft ja einfach nur daneben. Ja, wir haben doch ein bisschen Kohle. Guck doch mal nach, ob du nicht ein kleines Feld kriegst für so ein paar Cent. Hat genau gereicht, ne? Meine Güte, da bin ich wieder ein Schwein, ja. Echt? Ja. Kann ich gleich gucken. Naja, mit unserem schönen Tablet. Wir haben 0-2 verloren, ist okay. 0-2 gegen Bayern zu verlieren, ist auch okay. War kein Schützenfest. Nö.
Oh, jetzt ist der HSV nicht mehr Tabellenführer. Bildzeitung ändern. Oder wer es war, keine Ahnung. Boah, weiß ich gar nicht. Nee. Bayern ist jetzt Erster mit 4 Differenz. Und Gleichstand und 4 Toren. Oh. Wenn du siehst, wie viele Spiele noch fehlen, Alter. So, Feld 1 ist zu teuer, Feld 2 ist auch zu teuer. Feld 10. Keine Ahnung, wir werden, hier so viel, wir werden hier so viel Zuckerrüben runterkriegen, dass man hier vielleicht sagen kann, ja, wir machen jetzt nicht Zuckerrüben drauf, sondern Tabak. Feld 16. Feld 16 würde 64.000 kosten. Hast du mir zugehört? Ja, habt ihr zugehört. Ja, ich habe anderthalb reingezogen und habe 57% drauf auf dem Ding. Und das sind 9.265 Zuckerrüben. Deswegen auch. Weißt du, wie scheißen viele Zuckerrüben darunter kommen? Mit GPS macht das aber Spaß. Das muss ich jetzt 15, mal ganz 16. Ehrlich. Was also ist denn Feld? Also es gibt auch kleine. 17 ja, wird wahrscheinlich auch noch 15, geben. 15 kostet 117.000. Feld 16, das würde 64.000 kosten. Ja. Und Feld 17, 101.000. Was ist jetzt auf Feld 16 drauf? Würde mich mal interessieren. Einfach nur so ein Interesse. Alter. Nichts. Doch. Roggen. Okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt erstmal hier sehen. Jetzt machen wir das abernten. Mal ehrlich. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich kriege hier ohne Ende Zuckerrüben runter. Ja. Und das daraus lassen wir dann gleich Zucker machen, wa? Schmeißen wir dann gleich an. Ja. Nur ich brauche jetzt einen Trecker. Wenn du so nett wärst. Für? Einen Hänger brauche ich. Siehst du gleich. Weil ich stehe und bin voll. So, ich habe jetzt 2,5 Reihen gemacht. Und 2,5 Reihen sind 16.000 Rüben. Und wenn du aufs Feld guckst, ist es nichts weg. Ja. Wir haben doch gar keinen Trecker mehr. Ich wollte gerade sagen, ey, wir haben doch noch den anderen roten. Also der Gemoddete funktioniert auf jeden Fall super. Hinten mit der lenkbaren Achse und so, das ist schon echt gut. Jetzt brauche ich einen Hänger. Na, stell mir den gleich da hinten beim Bayer Straße hin, Kabi, wenn du willst. Na, dann machst du immer zwei rein und leerst da aus, ne? Ja, guck ich, ob's passt. Ja, wahrscheinlich muss ich dann hier oben stehen bleiben. Eins runter, eins hoch ausleeren. Oh. Ja, dann mach hier. Stell hier in diese Kreuzung da, rechts von dir. Das sollte dann okay sein. Aber ist heftig, was da runterkommt, ne? Mhm. Alles klar, dankeschön. Oder schaffe ich vielleicht drei rein? Nee, dann habe ich nur ungerade Zahlen. Nee, alles Bullshit. Alles Bullshit. Dann ist ja einmal unten, einmal oben leer machen. Richtig. Bullshit. Muss ich mal Seemaschine auffüllen? Hast du jetzt alle beide Felder fertig? Nein. Okay. Nee, hätte ja sein können.
Hätte ja sein können. Ich weiß es nicht, Kavi, deswegen. Ganz easy alles. Alter, chill mal, ja? So, Deckel auf und erstmal schön runterfahren. In unsere selbstgemachten Boxen. Ja. Was ich super finde, dass das so gut funktioniert. Ja. Müssen wir nun mal wieder was nachproduzieren. Also wir müssen uns unbedingt drin kümmern. Weil wir hauen ganz schön viel Saatgut durch. Ja. Und voll. So, andere Seite. Das ist so genial. Keine Ahnung, also wenn ich mir das jetzt überlege, ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall den Hänger voll und wir werden noch mehr Zuckerrüben. Man müsste nur sehen, wie viel Zuckerrüben durchgehen, um Zucker herzustellen. Oder wie viel Zucker man rausbekommt. Verstehst du? Aus den Zuckerrüben. Weil dann würde ich locker sein, wir können hier drauf Tabak machen, Kavi. Verstehst du? Wir müssen doch nicht jedes Mal Zuckerrüben hier drauf klatschen, oder? Ja. Ja, voll. Es ist so gut, wie das jetzt läuft. Echt, ohne Scheiß, Mann. Es ist so ein derber Unterschied, Kavi. Ich hätte da nicht mit gerechnet. Mir auch nicht. Weil du es wahrscheinlich wieder nicht merkst. Von außen. So. Opfen. Da steht jetzt Hafer, vielleicht deswegen. Brocken, Hopfen. Das ist Hopfen. Ich habe letztens echt verkehrt gesehen. Ich dachte, das war Hafer. Man kann sich auch so gut lesen da unten. Dafür hast du aber eine große, wenn du Escape drückst, da diese Dingens. Guck dann immer noch mal, ob das wirklich das Symbol ist. Alter, wie viel Zuckerrüben das sind. Wie viel ging in den Hänger rein? Weißt du was aus dem Kopf? Irgendwas mit 40.000, über 40.000. Okay. 42 oder sowas. Okay. Fehlt das Radio. Du, 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 du. Und dann mit der Musik. Ey, yo, Captain Jack. Geht relativ schnell das Feld, muss ich echt sagen. Also. Ja, das ist lächerlich. Das Flügen dauerte darauf nur das erste Mal lange, weil es ja da wirklich versucht habe, alles wegzukriegen, ne? Naja. Das hier dauert halt auch lange. Das zieht sich halt ein bisschen, aber das macht nichts. Wir brauchen halt unbedingt die Zuckerrüben. Um Zucker herzustellen, um nächste Sorten herzustellen und dies und jenes. Ja. Aber würde es schaden, wenn man wieder Zuckerrüben macht? Mal ganz ehrlich, ich wenn man weiß die auf Lager nicht, ich hat. Sage es nicht. Ich sage nicht, dass es schadet, aber wenn man das unbedingt ausprobieren will mit Tabak. Ist es auch nicht die falsche Entscheidung, einfach mal beizugehen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach zu Testzwecken einmal Tabak drauf. So war das ja mein Aspekt dahinter. Ja, weil Paletten werden ja eh schon hergestellt, weißt du, wie ich meine? Ja, darum müssen wir uns aber auch noch kümmern.
Ja, die müssen wir mal wegfahren. Richtig. Wahrscheinlich auch schon vollgelaufen. Nee, hätte er angezeigt. Vielleicht hat er und wir haben es in den letzten Folgen nicht mitgekriegt. Kann ich gleich mal gucken auf dem Tablet. Also verneinen würde ich das nicht bei unserer Schusseligkeit. Ne, wir brauchen nämlich ein Doppelherz, nur dass ihr Bescheid wisst, ja? Doppelkarton. Weiter, weiter. Zuckerproduktion, Kraftfutter, bla 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 bla. Garnfabrik, Ölmühle. Wenn ein bisschen alphabetisch geordnet wäre, wäre es auch nicht schlecht. Ja. Sägewerk. Nein, es sind nur 6% Holzstämme drin und Brennstoff haben wir noch 87%. Okay. Backschnitzel ist jetzt zu 33% voll und Bretter haben wir 63%. Ja, jetzt kommt ja mal drauf an, was er anzeigt. Die Palette zu 63% voll oder das Förderband? Weiß ich nicht, Bretterpaletten 63%. Ja, das ist ja das, was man da draußen nicht rauslesen konnte. Haben wir uns doch letztes Mal schon drüber unterhalten. Das konnte man doch nicht herausfinden. Warum schaltet sich der Traktor immer automatisch ab? Keine Ahnung, hatte ich auch das Problem. Ich hab's nicht mehr. Die Maschine auch. Ja, wenn der Träger sich abstellt, ist ja klar, stellt sich diese Maschine auch ab. Ja. Ich hab's heute noch nicht gehabt, den Fehler. Der Trecker hier, der wird nichts mehr wert sein. Nein. Außer wir reparieren ihn. Mäh. Na, was ja nicht funktioniert. Keine Ahnung. Haben die irgendein Add-on, was sich auf Y überschneidet, oder? Ja, das könnte zum Beispiel auch sein. Mod. Ist man unter Tastatur, oder ist es nicht mehr auf der Tastatur belegt? Musst du unter Tastatur dann gehen, also disconnecten, unter Tastatur gehen und dir das dann angucken. Und da kannst du es dann auch wieder belegen. Kann nämlich auch sein, Kavi. Achso, wird der Mod unter Tastatur angezeigt? Ja. Ah. Kann schon sein, dass das sich das irgendwas überschneidet, dass man es gerade mal so in den Kopf gekommen hat. Richtig. Kannst ja auch einfach mal gerade disconnecten und zu gucken. Macht ja nichts. Du bist ja da. Wir reden ja weiterhin. Wir sagen aber trotzdem jetzt erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.